Die Firma Eckstein verfügt über ein leistungsfähiges Gerätesystem zur Herstellung von Bohrpfählen im Doppelkopfverfahren. Dieses besteht aus einem LRB 255 als Grundgerät mit einer Motorleistung von 670 kW, einem Drehmotor VDW 3015 mit einem Maximaldrehmoment von 300 kN. Zugehörig ist eine Betonpumpe der Firma Putzmeister auf Raupenfahrwerk mit einer maximalen Förderleistung von 130 Kubikmetern pro Stunde. Als weiteres Hilfsgerät wird ein Minibagger mit 8 Tonnen Einsatzgewicht verwendet. Die Lage des Pfahles wird durch ein GPS-System ermittelt und im Baufeld markiert. Das Bohrgerät positioniert sich durch Fahrbewegungen mit dem Raupenfahrwerk genau über dem Bohransatzpunkt. Der Mäkler wird durch eine Quer- und Längsneigungsverstellung genau vertikal ausgerichtet. Danach wird die Spitze in den Boden eingedreht. Der Aufbau eines Druckluftpolsters auf der Seele der Bohrschnecke verhindert ein Verstopfen des Betonierrohres mit Bodenmaterial. Die Luftspülung unterstützt die Förderung des Bohrgutes bis zum Austritt am Bohrgetriebe. Der Arbeitsplatz wird durch eine Sacklutte von herabfallendem Bodenmaterial geschützt. Beim gleichzeitigen Beräumen des Bohrgutes durch den Minibagger ist Fingerspitzengefühl gefragt. Während des Bohrvorganges werden alle Parameter, Bohrdruck an Verrohrung und Bohrschnecke, sowie Anpresskraft und Vorschubgeschwindigkeit aufgezeichnet. Der Bohrpfahl wird bis zur Solltiefe abgeteuft. Nach Erreichen der Solltiefe beginnt der Betoniervorgang. Dazu wird über die Betonpumpe Beton in das Betonierrohr der Bohrschnecke gepumpt. Durch das gleichzeitige Drehen und Ziehen des Bohrrohres wird der entstehende Leerraum kontinuierlich mit Beton verfüllt. Auch beim Betoniervorgang werden der Betondruck und die Ziehgeschwindigkeit am Bohrrohr aufgezeichnet. Ist der Pfahl vollständig hergestellt, beginnt das Entleeren der Bohrschnecke durch Rückwärtsdrehen der Rohrtour. Der Abgleich der Bohrparameter mit den prognostizierten Werten dient der Qualitätsüberwachung der Pfahlherstellung. Während der Minibagger den Bohransatzpunkt beräumt, bewegt sich das Bohrgerät zum nächsten Punkt. Der Bohrvorgang beginnt von vorn. Gleichzeitig transportiert der Minibagger den Bewehrungskorb bis zum hergestellten Pfahl. Jetzt muss es schnell gehen. Vorsichtig, aber bestimmt drückt ein Minibagger oder bei längeren Bewehrungskörben ein Seilbagger mit angehängtem Rüttler den Korb mit konischem Fußteil in den noch frischen Beton. Abstandhalter dienen dabei als seitliche Führung. Das Ausrichten des Bewehrungskorbes und höhenmäßige Kontrolle von Pfahlbeton und Bewehrungskorb schließen die Pfahlherstellung ab. Mit diesem Verfahren wurde auf der Baustelle Aldi Jonschwil im Maximum eine Tagesleistung von 20 Pfählen mit einer Länge von 21 Metern erreicht.